und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuerwehrlabor. Wir wollen uns heute mit einer Grundtätigkeit beschäftigen, und zwar geht es um das Löschen. Warum spreche ich das Thema an? Wenn wir auf unsere Fahrzeuge schauen oder auch auf den Rücken von uns, dann steht da häufig Feuerwehr. Feuerwehr bedeutet Abwehr von Feuer oder Bekämpfung von Feuer. Eigentlich stimmt das aber heutzutage gar nicht mehr. Denn neben der Menschenrettung und der Tierrettung geht es doch gar nicht darum, das Feuer zu bekämpfen, sondern in erster Linie den Schaden zu begrenzen und keinen weiteren Schaden zu verursachen. Aus dem Grund schauen wir uns ein paar Einsatzbeispiele an, wir werden auch ein paar Versuche machen und wir schauen uns auch die Theorie an, um einfach besser zu verstehen, wie wir effektiver löschen können. Mit dem Ziel, dass wir beim nächsten Einsatz etwas mehr darüber nachdenken, wie wir unsere Strahlrohre einsetzen. Wir wollen uns nun ein paar Einsatzbeispiele anschauen. In erster Linie geht es mir nicht darum, den Einsatz zu beurteilen. Denn aus meiner Sicht kann man das von außen kaum. Wir wissen nicht, was für eine konkrete Lage war. Wir wissen nicht, welche Mittel zur Verfügung standen und welche Gefahren an der Einsatzstelle waren. Aus dem Grund möchte ich euch die Beispiele nur zeigen, damit ihr seht, in welcher Situation man überlegen sollte, ob sich eine Lageänderung ergeben hat und ob man jetzt auch die Löschmethode anpasst. Das gilt nicht nur für den Einsatzleiter, sondern natürlich auch für die Trupps am Strahlrohr. Daher nehmt die folgenden Einsätze bitte nicht als Beurteilung des Einsatzes, sondern nur als Idee, wann es Zeit ist, über das weitere Vorgehen nachzudenken. Wir sehen hier Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung von außen und nach wenigen Sekunden sind die Flammen auch schon weg und aus den Räumlichkeiten steigt Wasserdampf und Rauch auf. Und nun habe ich eine Lageänderung, wo ich entscheiden muss, ob ich so weitermache oder ob ich eventuell über einen anderen Weg in die Nachlöscharbeiten gehe. Hier ein kleiner Zeitsprung. Nach 5 Minuten schaut es immer noch so aus. Man kann sich dann vorstellen, wie viel Wasser nun in der Wohnung ist. Hier ein ähnlicher Fall. Wieder ist ein Zimmer im Vollbrand. Diesmal wird mit einem Wasserwerfer die Brandbekämpfung von außen gestartet. Nach wenigen Sekunden sind die Flammen schon weg. Und nun muss man sich auch wieder überlegen, wie die nächsten Schritte sind und ob es Sinn macht, mit Vollstrahl in das Gebäude zu löschen. Bevor wir uns mit der Praxis beschäftigen, sollten wir uns erst noch die Theorie anschauen. Viele von euch werden jetzt sagen, oh Mann, Theorie, das ist nicht so der Hit. Da bin ich anderer Meinung. Ich denke, bevor man sich mit der Praxis beschäftigt, sollte man erst gucken, wie das Ganze in der Theorie abläuft, um die ganzen Abläufe einfach besser zu verstehen. Deswegen gucken wir uns an, wie löscht man eigentlich mit Wasser. Fangen wir hier bei Punkt 1 an. Was macht Wasser eigentlich? Normalerweise verwenden viele Feuerwehren Löschwasser. Warum? Es ist günstig und wird auf den meisten Fahrzeugen mitgeführt. Das Löschwasser wird dazu verwendet, um zu kühlen. So, jetzt ist die Frage, wie kann man mit Löschwasser kühlen? Das ist hier der Punkt 2. Löschwasser bzw. Wasser nimmt Energie auf. Das heißt, ich entziehe dem Feuer, der Glut, die Energie und versuche dadurch, das Ganze auszumachen. Nun zu Punkt 3. Hier schauen wir uns den Unterschied zwischen Wasser und Wasserdampf an. Um Wasser zu erwärmen, muss ich Energie zuführen. Diese Energie entnehme ich dem Feuer in Form von Wärme. Wenn ich nun aus dem erwärmten Wasser Wasserdampf erzeugen möchte, muss ich 7-mal mehr Energie zuführen wie nur bei der Erwärmung des Wassers. Was bedeutet das für uns, für die Feuerwehr? Wenn ich die maximale Energie, also die maximale Hitze bzw. Wärme aus dem Feuer nehmen möchte, muss ich schauen, dass aus meinem aufgebrachten Löschwasser möglichst Wasserdampf wird. Dann habe ich den größten Kühleffekt. Punkt 4 ist für uns auch interessant, weil hier steht, Kontaktfläche, Löschmittel, Brandgut ist wichtig für die Aufnahme der Hitze, für die Aufnahme der Energie. Was bedeutet das? Ich muss schauen, dass mein Löschmittel in der Glut oder in der Flamme ist, weil ich nur da die Kontaktfläche habe und hier kann ich eben auch die Energie aufnehmen, um sie in Wasserdampf überzugehen und dadurch auch die Energie zu entziehen. Ganz oben seht ihr nur ein Feuer und wir schauen uns einfach an, je nachdem, wo das Löschwasser auftritt, was es für einen Effekt hat.
Hier drüben ist mein Hohlstrahlrohr bzw. mein normales CM-Strahlrohr und wir spritzen jetzt an verschiedene Punkte rein. Fangen wir zuerst an hier in die Flamme. Wenn ich mit dem Löschwasser in die Flamme gehe, dann habe ich genau das, was ich haben möchte. Denn das Wasser erreicht die Siedetemperatur, wird dann zu Wasserdampf und entzieht dem Feuer möglichst viel Energie. Den gleichen Effekt habe ich auch, wenn ich hier unten auf die Glut gehe. Auch hier ist dasselbe wie in der Flamme. Dass die Wassertröpfchen erreichen die Siedetemperatur, das ist im Bereich 100 Grad, gehen dann in Wasserdampf über und entziehen der Glut wiederum die Energie. Genau das, was wir haben wollen. Schwierig wird es, wenn wir uns jetzt andere Bereiche anschauen. Wenn ich beispielsweise mit dem Löschrohr durch das Feuer durchschieße, ist es zwar so, dass die Wassertröpfchen wieder Energie aufnehmen, weil sie werden ja erwärmt, allerdings reicht es nicht, um in den Wasserdampf überzugehen. Was bedeutet das? Zum einen ist das Löschwasser nicht optimal genutzt, weil ich hätte noch viel mehr Energie rausziehen können, wenn es Wasserdampf geworden wäre. Und zum anderen bleibt das Wasser ja irgendwo übrig. Das heißt, das Wasser erzeugt mir den Wasserschaden, den ich nicht haben möchte. Viel schlimmer ist es noch, wenn ich mit dem Strahlrohr vor das Feuer hinspritze. Denn dann wird das Wasser kaum erwärmt. Das heißt, ich entnehme dem Feuer auch gar keine Energie. Es bleibt im Endeffekt nur das Löschwasser übrig, das aus dem Hohlstrahlrohr rauskommt und erzeugt wiederum einen Wasserschaden. Schauen wir, was passiert, wenn ich mit dem Löschrohr hier oben in die Rauchschicht hineingehe. Das macht teilweise Sinn, denn zum einen kann ich einen Temperaturcheck machen, zum anderen kann ich die Rauchgase kühlen. Wenn ich allerdings schon so weit in meinem Löschangriff bin, dass das Feuer sehr klein ist, dass ich vor allem nur noch Wasserdampf habe, dann sollte ich mir gut überlegen, ob ich überhaupt mit meinen Strahlrohren in den Wasserdampf hineingehe. Denn, was bedeutet es? Ich werde wahrscheinlich sehr wenig Energie aufnehmen, das heißt, ich entziehe dem Feuer nur noch ein wenig Energie und das Löschwasser ist wieder übrig, das heißt, es fällt hier oben von dem Wasserdampf irgendwo ins Gebäude, irgendwo in den Raum rein und ich erzeuge wieder Wasserschaden. Also, letztendlich bedeutet es, wenn ich den größtmöglichen Löscherfolg haben möchte, dann muss ich mit meinem Löschwasser möglichst in die Glut oder möglichst in die Flammen. Dann erzeuge ich Wasserdampf, ich entziehe dem Feuer sehr viel Energie und ich erzeuge möglichst wenig Wasserschaden, weil von dem Wasser außer Wasserdampf dann erstmal wenig übrig bleibt. Bevor wir mit den Brandversuchen anfangen, wollen wir euch erstmal zeigen, wie das Haus aufgebaut ist. Davor noch vielen Dank an meine Assistentin Steffi, die mich bei den Brandversuchen unterstützt. Das Haus ist wie folgt aufgebaut. Wir haben einmal eine Etage und oben ein Dachgeschoss. Und wenn wir das Ganze umdrehen, dann seht ihr, dass wir einmal auf dieser Seite ein sogenanntes Wohnzimmer haben. Das hat zwei Fenster und daneben sind zwei kleinere Räume, die jeweils auch ein Fenster haben. Wenn ihr nach hinten durchschaut, dann seht ihr, dass es eine Öffnung zum Dachgeschoss gibt. Das heißt, Rauch und Hitze können eben durch diesen Treppenraum auch nach oben ins Dachgeschoss gelangen. Vom Dach selbst ist es so aufgebaut, dass wir auf beiden Seiten jeweils ein Dachfenster haben. Unser Haus ist im Vollbrand und wir beginnen jetzt mit unseren Löschmaßnahmen. Wie bei den Einsätzen in den vorigen Beispielen, nach kurzer Zeit sind die Flammen weg und wir haben eine massive Wasserdampfentwicklung. Wir stoppen jetzt aber nicht, sondern machen einfach weiter. Das heißt, mit unseren Modellstrahlrohren spritzen wir einfach weiter ins Gebäude rein. Wir haben jetzt einen kleinen zeitlichen Sprung gemacht. Die Rauchentwicklung lässt immer mehr nach, aber wir sind immer noch kräftig am Löschen und spritzen mit unseren vier Strahlrohren immer noch ins Gebäude rein. Und jetzt kann man sehr gut erkennen, wie das Löschwasser eigentlich gar nicht mehr den Namen verdient. Das heißt, es wird nicht mehr gelöscht, sondern es fließt im Endeffekt einfach nach unten ab. In dem Fall sammeln wir es in der Wanne. Im echten Leben wäre alles in der Etage unten drunter. So, ganz zum Schluss kippen wir die Wanne noch in unseren Messbecher aus und ihr seht eben, das ist genau den Effekt, den wir nicht haben wollen. Das ist Löschwasser, was nicht zum Löschen da war, sondern was im Endeffekt nur Wasserschaden verursacht. Dies war die erste Folge zum Thema Brandbekämpfung. Wir werden demnächst den zweiten Teil veröffentlichen. Darin seht ihr dann den zuvor gesehenen Versuch, nur werden wir uns diesmal mit den Löschen etwas zurückhalten. Darüber hinaus
werden wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Innenangriff beschäftigen. Bis dahin, viel Erfolg bei euren Einsätzen und bis dann!